Ja, das ist also wirklich sehr, sehr smart gemacht und man versteht diesen Beweis recht gut. Ist natürlich eine Sache, wie weit man noch in Mathe drin ist oder wie gut man in Mathe war. Aber lasst euch da nicht abhalten, versucht es einfach mal. Ja, dem Video, dem Beweis zu folgen und mitzukriegen, was da erklärt wird. Denn es ist eine gute Erklärung und besser könnte ich es ehrlich gesagt auch nicht machen. Ja, auf Deutsch natürlich, okay, aber nicht besser. Ja. Von daher. Ja. Zack, zack, zack. Machen wir uns noch mal ein paar Fackeln. Kohle drauf, zack, zack. Und dann kann es hier weitergehen. Eieieiei. Ist ja wieder mal ein richtig schönes Höhlensystem. Ich meine, Spawner hatten wir heute ja schon. Oh, fehlt nur noch eine Mine, die ich hier dann noch entdecke. Aber zack, zack, alles eingesammelt. Weiter geht's. Ja. Oh, da geht's runter. Schauen wir mal, wie weit. Ja. Ja, also wie gesagt, meine Empfehlung, ja, schaut euch das Video mal an. Nehmt euch ruhig die Zeit dafür. Ich meine, es sind 10 Minuten rund, ja, also keine Let's Show Play Minecraft-Folge. aber da wird es halt auch richtig schön gezeigt, wie dieser Beweis mit Geometrie funktioniert. Und ich finde, das wird da richtig gut und anschaulich und nachvollziehbar erklärt. Und vielleicht kommt bei dem einen oder anderen ja wieder so ein bisschen Schulwissen hoch und in Erinnerung. Ne? Das war ja auch so ein, naja, Thema oder mögliches Anliegen. Worüber ich so nachgedacht habe, was ich halt auch auf meinem YouTube-Kanal machen könnte. Von der Mathe-Challenge hatte ich euch ja berichtet, dass ich mir einfach mal eine MSA-Arbeit in Mathe vorgenommen habe, nämlich die 2016 in Brandenburg geschrieben wurde. Und die einfach mal für mich durchgegangen bin und mal geprüft habe, wie ich da abschneide. Ja. Und halt als, ich sag mal, zusätzliche Schwierigkeit für mich Video gemacht habe, wo ich halt die Aufgaben nicht nur durchrechne, sondern auch erkläre, was ich da jeweils mache und wie und warum das jeweils so ist und halt am Schluss statt der 135 Minuten, die die Schüler zur Verfügung hatten, das Ganze in 41 Minuten erledigt habe. Ja, und aber immer noch gut genug oder richtig genug war, um eine 1 minus 2 plus zu kriegen. Ja, das Video habe ich auf YouTube hochgeladen, aber noch nicht veröffentlicht. Idee war halt, zum Beispiel eben andere YouTuber quasi herauszufordern. Aber es ist halt die Sache, Resertainment hat ja auch mal in einem seiner Hashtags zum Sonntag darüber gesprochen. Also einmal ist natürlich das Thema eins, was bei nicht nur bei YouTubern auf Desinteresse stoßen dürfte. Ja. Mathe-Challenge, ja,
wenn man sowieso mit Mathe nichts am Hut hat und nie am Hut hatte und froh ist, dass man es los ist, ja, dass man es nicht mehr in der Schule hat, warum sich jetzt damit freiwillig beschäftigen, ne? Ah, grüß dich, Nerte. Ja, danke, gut geht's mir. Sieht man doch hoffentlich, oder? ja, und es hat mich halt gereizt, oder ich habe halt darüber nachgedacht, hier auf YouTube über Mathe zu sprechen. So die Sachen, die in der Schule dran sind und was jetzt der Sinn von Kurvendiskussionen ist und was so der ganze Hintergrund ist, der da noch mit dran hängt und warum und wie und was zusammenhängt und pipapo. Ja, also so vielleicht unter dem Arbeitstitel, was euch euer Mathelehrer nicht verrät. Ja, aber habe ich mich letzten Endes nicht dazu aufgerafft, in die Richtung mal was zu versuchen. Ich meine, zaghaften Fühler habe ich in die Richtung ja mal vorgestreckt, als ich eben im Let's Showplay Minecraft über Kepler, Newton, Feynman gesprochen habe. Ja, ich meine, selbst wenn er genug Physik in der Schule gehabt hättet, um so tief in die Materie einzusteigen, dass ihr eben was von Kepler gehört hättet oder eben gut von Newton habt ihr sicherlich was gehört, aber wahrscheinlich einfach nur die Regeln verklickert und weniger über die faszinierende Persönlichkeit von Sir Isaac Newton. Ja. Und auch sein ja, recht interessantes Leben. Ja, dann mal ganz zu schweigen von Richard Feynman und Kepler. Ja. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, also mal das, so ein bisschen das Drumrum und ein bisschen Geschichte und ein bisschen Fleisch an den nackten Knochen Mathephysik zu packen und das darüber halt auch interessant zu machen. Ja, das war so der Hintergedanke dabei, quasi also umzusatteln oder es zusätzlich zu machen. Nicht nur Gaming, sondern eben auch mich als Wissenskanal zu versuchen. Aber das ist halt, wenn man auf YouTube einmal in so einer Sparte drinsteckt, dann kommt man halt aus der Schiene auch nicht wieder raus, jedenfalls nicht so schnell. Ja, ist halt einfach so. Und ist halt auch die Frage, ob und wie weit Zuschauer das mitmachen. Klar, bei euch habe ich da keine Bedenken. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ihr seid ja, ne, wie jede Community, die beste Community überhaupt. Darauf ein Schluck von meinem Ex-Heißgetränk. Aber ob das tatsächlich dann ein Thema ist, mit dem zum Beispiel eben der Kanal weiter gewachsen wäre. Ne? Das ist so eine Sache, die ich doch stark bezweifle. Na, Spinny, Creeper, dann machen wir mal lieber den hier. Jawohl, haben wir. Ja. Söderle, zack. Okay. Dann sehen wir mal zu, dass wir hier noch Eisenerz mitnehmen. Und dann sind wir auch, glaube ich, so weit voll. Naja, gut. Wir könnten einiges hier wieder liegen lassen, aber so weit voll, dass wir wieder zur Oberfläche sollten. Na, Creeper. Zack.
Zack. Einer geht noch. Ja, ist ja gut. Das heißt. So. Was siehst du mal, den Bogen? Den nehme ich mit, dafür schmeiße ich hier mal ein bisschen Sand weg. So, habe ich hier Eisen liegen lassen? Ja. Ich hatte es ja in den letzten Streams schon angesprochen, beziehungsweise über mein, na ich sag mal Problem, möchte ich es nicht unbedingt nennen, aber mein Hadern mit YouTube gesprochen. Ja, und wie gesagt, da jetzt als Wissenskanal sich dann neu zu etablieren oder umzusatteln oder zum Beispiel Video-Essays zu machen zu den verschiedensten Themen. Denn ich habe nun mal recht breite Interessen und vielfältige Interessen. Das ist also nicht nur Literatur, nicht nur Kino, nicht nur Gaming. Ja, das ist halt auf YouTube bisschen schwierig, ne? Denn die Leute wollen halt eigentlich immer wieder nur dasselbe und mehr von demselben. Ja. Da ist auch heute von Ultralativ ein gutes Video zu rausgekommen, beziehungsweise auch von Valulis vor ein paar Tagen, warum PewDiePie so erfolgreich ist. Ja, es liegt im Prinzip einfach daran, dass er ja quasi immer dasselbe macht. Ein bisschen leicht abgeändert natürlich immer wieder, ne, an den Trend angepasst. Aber im Prinzip macht er das gleiche wie vor 10 Jahren. Ne? Und das ist halt sein Erfolgsrezept. Und deswegen schauen ihn die Leute auch, weil sie bei ihm halt wissen, was sie kriegen. Hallo Hexe! Ja? Was machst du denn da hinten? Zack. Mal sehen, hoffentlich was Interessantes. Stöcke. Ist das alles? Stöcke. Ja? Okay. Damit kann ich mir zwar nochmal Fackeln machen. Ein paar. Aber, naja. Bidu, geht's hier lang raus? Ne, hier sind die Fackeln auf der falschen Seite. Die müssten auf der linken Seite sein, damit ich rauskomme. Ja. Ja, ne, Video-Essays, so eine Sachen, wie sie zum Beispiel der Nerdwriter machen, der nur hauptsächlich über Filme schreibt oder seine Essays macht. Das ist eine Sache, die mich sehr reizt. Oder auch Ultralativ macht ja im Prinzip genau sowas. Video-Essays. Zu einem Thema sich einfach seine Gedanken machen und darüber reden. Ich denke mal, wir sollten uns wieder hier auf den Rückweg machen. Hier mal markieren. Ne? Wir haben ja dann da hinten geht es ja dann auch noch mal weiter. Also ab ins Bötchen. Karnickel. Wasserhase oder was? Komm, geh mal an Land hier. Genau, da fühlst du dich doch wohler. Sei ehrlich. No. Ja, no. Also wie gesagt, so Ideen und was ich gerne auf YouTube machen würde, austesten würde, abseits vom Gaming, hatte ich schon eine Menge. Aber fehlte mir die Motivation, das mal richtig oder halbwegs ernsthaft auszuprobieren, weil ich auch wenig Chancen auf Erfolg gesehen habe. Wobei Erfolg erstmal ganz klein gesehen ist, ne? Erstmal ein paar Leute erreichen und dann sehen, ob
dass sich da ein Wachstum ergibt. Ja. Und naja. Zack, zack. Mut haben wir dabei wieder eingefangen. Sehr schön. Ei können wir dann gleich ins Gehege schmeißen. Vielleicht wird ja ein Huhn draus. Zack. Sieht so aus. Genau, gleich hier mal zack, zack, was gelegt wurde. Einsammeln. Zack. Und dann kommt dann vielleicht noch ein Hühnchen dazu. Nee. Macht nichts. So, bringen wir den Krempel hier erstmal weg. Zack. Zack, zack, zack. Und zack und zack. Gut, das müsste man alles nachher auch noch wieder rüber nach Resmena schaffen. Ja. Das mache ich einfach mal. Jedenfalls das, was hier keine vollzähligen Stacks sind. Na, denn ich habe hier noch einen Stack Eisenerz und den schmeiße ich in Resmena dann auch einfach mal in den Ofen. Ja. Ja, und stattdessen eben jetzt einfach der, naja, wenn du es nie versuchst, wirst du wohl auch nie herausfinden, ob es läuft. Natürlich nicht, klar. Ja. Und bei jedem, ich sag mal, Misserfolg kann man sagen, du hast es nicht hart genug versucht. Ne? Hättest du noch ein bisschen länger durchgehalten, dann. Ja, aber das ist halt so eine Sache. Wenn man selber nicht so recht an den Erfolg glaubt, ne, dann wird das natürlich auch nichts oder sind die Chancen sehr gering, dass es was wird. Weil einem dann natürlich noch zusätzliche Motivation fehlt, sich da reinzuknien. Ne? Das ist zwar extrinsische Motivation, wenn man etwas um des möglichen Erfolges willens macht. Und im Gegensatz zu jeder intrinsischen Motivation, die eigentlich die bessere Art, bessere Motivation ist, wenn man es etwas macht, weil man es machen will, von sich aus, ohne Rücksicht, ob man davon irgendwelche Vorteile hat. Aber bei mir führte das Fehlen einer extrinsischen Motivation zum Zusammenbruch der intrinsischen Motivation. Halleluja, haben wir wieder mit Fremdwörtern durch die Gegend geschmissen heute. Bei mir lernt er was. Kann man auch nicht von jedem YouTube-Kanal sagen, von jedem Twitch-Streamer. Ja, aber ich war ja schon immer ein bisschen anders. Ja. Das Let's Show Play Minecraft an sich und halt auch die, wie ich Minecraft spiele und was für Spiele ich auf YouTube gespielt habe und so weiter. Ne? Das ist ja abgesehen von Minecraft und das spiele ich halt anders als alle anderen. Aber abgesehen von Minecraft ist mein Programm ja keineswegs von der Stange. Ne? Bei mir seht ihr halt die Sachen, die ihr bei keinem anderen seht. Und dafür seht ihr die Sachen, die ihr bei allen anderen seht, bei mir nicht. Ne? So weit, so gut. Krempel haben wir hier abgeliefert. Dann sage ich, ich gönne mir eine kleine Umbaupause. Ja, denn wir haben es jetzt 9:30 und ich hatte ja 1,5 Stunden Minecraft für heute angedacht und dann 1,5 Stunden Pirate Plague of the Dead. Und ja, da werden wir gleich zu wechseln. Ich werde also den Stream hier erstmal beenden und so in 5 bis 10 Minuten wieder neu starten. Ihr denkt bitte daran, dass ihr euren Browser einmal aktualisiert mit F5, ne, dass ihr das dann auch mitkriegt, wenn ich wieder starte. Ja, wir sehen uns also hoffentlich gleich wieder. Und dann geht's weiter in der Karibik. Bis gleich.